Herzlich willkommen zu meinem ersten Video im Jahr 2021. Heute zeige ich euch, wie man iPhone-Footage im Stil von Blade Runner graden kann. Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit damit, Look and Feel von bekannten Filmen im Color Grading nachzuempfinden. Natürlich meistens mit ganz anderem Material als das Original ist unter völlig anderen Voraussetzungen entstanden. Umso schwieriger waren dann auch die Anpassungen. Mit Rainer habe ich im letzten Jahr schon öfters darüber gesprochen, wie es denn wäre, bekannte Blockbuster-Szenen mit einfachen Mitteln nachzudrehen und speziell zu Color Graden. Und genau das haben wir jetzt gemacht. Rainer hat dem Ganzen noch einen draufgesetzt, wie so seine charmante Art ist, und kam mit der Idee an, das Ganze als Miniaturset zu drehen. Requisiten aus dem 3D-Drucker. Mit dem iPhone 12 Pro Max, mit der Laowa Pro Blends und einem Depth of Field Adapter. Ziemlich abenteuerliches Vorhaben. Genau mein Ding. Und wir starten jetzt mit Blade Runner aus dem Sandkasten. Kleine Anmerkung. Uns ist natürlich völlig klar, dass wir nicht mit einem Millionen-Budget Hollywood-Blockbuster-Movie konkurrieren können. Schon gar nicht mit hervorragenden DOPs wie Roger Deakins etc. Das soll auch gar nicht Sinn und Zweck des Ganze sein. Wir verstehen das eher als eine kleine Hommage an den Film und wir versuchen einfach mit Bordmitteln bisschen Look and Feel und vor allen Dingen die Emotionen rüberzubringen. Also es geht nicht darum, 1:1 diesen großartigen Film zu kopieren. Das wäre auch völlig vermessen. Rainer hat mir zwei verschiedene Szenen geschickt. Einmal die Aufnahmen im Sandkasten sozusagen. Unbearbeitet, so sehen die aus. Und einmal sein Mitarbeiter Anthony, das bewährte Model, vor Greenscreen, schon in der richtigen Größe, eingebaut. Und es geht jetzt darum, das Ganze so aufzubereiten, dass wir bestmöglich farbkorrigieren können. Wir beginnen mit der Hintergrundszene. Ziehen uns die in eine DaVinci Timeline. Legen die Greenscreen-Szene drüber. Die gibt es nur für ein paar Szenen und wurde synchron angeliefert. Und jetzt kann man entweder den Film zu Fuß sozusagen in Schnipsel zerlegen oder aber wir nutzen eine neue Funktion, die es in DaVinci Resolve 17 gibt. Und zwar nennt sich die Detect Scene Cuts. Dazu wählt man die in Frage kommenden Clips aus. Und DaVinci zerschneidet es automatisch in entsprechende Schnipsel. Perfekt. So, wie wir sehen, drei Szenen haben einen Key. Und das Ganze bearbeite ich in DaVinci Resolve. Dazu wähle ich mir die ersten beiden Spuren an und mache einen neuen Fusion Clip draus. Jetzt sind wir innerhalb von Fusion. Ich zeige euch ganz kurz, was wir gemacht haben. Es ist ein relativ einfacher Node-Tree. Wir haben einmal den Background, der in einen Merge geht. Wir haben einmal das Key-Signal, was zuerst über einen Chroma-Keyer läuft und dann noch über einen Color-Corrector und dann auch schließlich in ein Merge geht. Ganz normaler Chroma-Keyer. So ist es vorher, so ist es nachher. Einfach das Grün ausgewählt. Ich habe noch einen Spill-Suppressor draufgeschmissen und noch eine sogenannte Garbage-Matte, wo ich einfach ein Polygon drumherum gezeichnet habe, um die Bereiche, die sozusagen wichtig sind. Dann geht das Ganze noch in einen Color Corrector. Der ist auch relativ simpel. Im finalen Video möchte ich die Figur einfach nur als Silhouette drin haben. Deswegen habe ich da ein bisschen mit der Anpassung gespielt, wie man sehen kann. Das ist der Fusion Key. So sieht das Ganze dann in Bewegung aus. Hier jetzt noch nicht sonderlich spektakulär, aber die Grundlage für das, was wir später in der Farbkorrektur machen. Die zweite und die dritte Szene habe ich genauso bearbeitet in Fusion. Okay, links sehen wir das unbearbeitete Hintergrundmaterial, rechts sehen wir das finale Grading. Und da sind wir schon relativ cool am Blade Runner Look dran, wie ich finde. Schauen wir uns im Detail mal an, was ich gemacht habe. Erster Schritt war, die Letterbox herzustellen. Dazu geht man in die Timeline, in den Bereich Output Blanking und ich habe eine 2.40 genommen in unserem Fall. Und dann kann man das Bild nochmal neu positionieren innerhalb dieser Letterbox. Und jetzt gehen wir ins Color-Modul. Machen wir uns als erstes ein bisschen Platz, blenden die Clips aus und das ist das finale Resultat. So war es vorher
So ist es jetzt. Und wie man eindrucksvoll hoffentlich sehen kann, wir haben es geschafft, diesen Sandsturm-Charakter, der im Originalfilm kommt, ein bisschen zu emulieren. Und so sieht man Note-Tree zu dem Ganzen aus. Erster Note, Noise Reduction. Da ist jetzt gar nicht so viel passiert, einfach nur eine ganz minimale Anpassung. Und dann sind wir im Bereich des Looks. Ich habe mir Referenzbilder besorgt. Die legen wir jetzt mal mit einem Vibe drüber. Und da sehen wir schon, okay, Bildaufbau passt ja halbwegs. Ein paar Kleinigkeiten, die jetzt aber keine große Rolle spielen. Aber wir sehen, wir sind in vollkommen anderem Farbraum. Außerdem haben wir einen gravierenden Unterschied zu dem, was der Rainer gedreht hat. Beim Rainer sieht man sehr, sehr deutlich einen Horizont, der zu Ende ist und einen davon abgesetzten Hintergrund. Das ist ganz klar der Situation im Studio geschuldet, weil der Tisch, auf dem der Sand ist, ist natürlich irgendwann zu Ende. Man kann das nicht endlos machen. Und hier in dem Fall war das natürlich ein richtiges, großes Hollywood-Set, nicht mit dem zu vergleichen. Ich werde trotzdem versuchen, den Sky, also den Himmel und den Sand, getrennt zu bearbeiten, um das ein bisschen zu simulieren. Okay, also was haben wir gemacht? Erster Schritt. Ich habe mir die Ladies vorgeknöpft, habe da mal kräftige Rot- und Orangetöne dazugegeben. Das habe ich gemacht über die Primaries und über die Printer Lights. Ferner habe ich hier ein bisschen Maskierung betrieben, weil ich den Sand möglichst unbearbeitet haben wollte. Das Ganze habe ich kurz getrackt und angepasst. Wir arbeiten hier in einem Layer-Node. Nächstes war die Anpassung des Himmels. Dann kommt der Sand. Auch hier habe ich jeweils, wie man sehen kann, relativ großzügige Garbage-Mats verwendet, um die Bereiche, die ich nicht möchte, außen vor zu lassen. Und den Sand habe ich dann auch nochmal aufgeteilt in einen linken und in einen rechten Bereich. Jetzt bin ich schon mal relativ nah dran. Was jetzt noch völlig fehlt, ist der Kollege Anthony. Und auch der hat natürlich eine entsprechende Farbbearbeitung bekommen. Wie man sieht, sogar eine relativ drastische, damit er sich gut in die Szene integriert. Und da sind wir jetzt schon relativ weit. Wie man sehen kann, die Farben bei uns sind noch ein bisschen knalliger, ein bisschen heller. Aber das werden wir jetzt gleich hinkriegen. Nächste Bearbeitungsstufe, Filmlook. Und da sehen wir schon mal, jetzt sind wir ganz nah bei der Musik. Ich habe hier wieder mein Dehancer Pro Plugin verwendet, nutze aber eigentlich nur relativ wenig im Moment aus dem Paket. Filmprofil habe ich den Kodak Aero Color eingestellt, der mir hierzu am besten gefallen hat. Habe ein bisschen mit der Color Density gespielt und ansonsten das einzige andere, was ich gemacht habe, ich habe relativ viel Film Grain dazugegeben. Ich vergrößere das Ganze mal, damit auf YouTube noch was übrig bleibt. So sieht es ohne Filmgrain aus und ohne Filmlook und so mit. Und das macht natürlich eine Menge, unterstreicht auch für mich diesen Sandsturmcharakter, den wir in der Originalszene ja haben. Und dann habe ich auch einen Glow-Effekt eingesetzt. Im Original haben wir ja relativ viel Radioaktivität und auch Sandsturm und alles wirbelt. Das wollte ich so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Den Glow habe ich eingesetzt im Blend Mode Screen und habe den Threshold entsprechend gesetzt. Dann habe ich noch ein bisschen mit dem Blend gespielt. Und als letzter Note eine globale Anpassung. Und ich finde, wir sind da verdammt nah dran am Original. Vor allem, wenn man bedenkt, links, das ist im Sandkasten sozusagen auf Rainers Schreibtisch entstanden. Und rechts, das war eine der größten Hollywood-Produktionen der letzten Jahre mit einem riesengroßen Set. Und wir haben auch noch auf dem iPhone gedreht. Klar sieht man Unterschiede im Detail, das ist völlig klar. Die Figur, die Rainer mit dem 3D-Drucker gebastelt hat, die hat natürlich eine glatte Oberfläche, die auch ein bisschen reflektiert. Im Original haben wir hier viel mehr Textur. Ich finde, wir sind verdammt nah dran und es sieht richtig gut aus. Schauen wir uns mal an in groß. Nächste Szene, der Kollege in der Wüste. Auch hier haben wir eine Referenz. Man sieht hier auch schon auf den ersten Blick, dass das Set logischerweise sehr, sehr viel größer war, mit einem viel größeren Verlauf und mit einem ganz anderen Aufwand. Das geht natürlich auf dem Schreibtisch in Anführungsstrichen nur bedingt, aber trotzdem sind wir relativ nah dran an dieser Welt. Schauen wir uns auch hier mal im Detail an, was wir gemacht haben. Erster Node Noise Reduction, da ist hier gar nichts passiert, habe ich nicht gebraucht, weil wir sind mitten im Sandsturm, da rauscht sowieso alles. Dann habe ich mir den Himmel geschnappt, den Sand und zu guter Letzt wieder den Kollegen Anthony, jeweils mit einer Maske.
unser Filmlook, gleiche Parameter wie vorher. Dann habe ich noch einen Verlauf mit eingebaut, weil der im Original ja ziemlich deutlich sichtbar ist. Er geht von dunkel nach hell. Ich habe versucht, das so zu simulieren. Und dann hat mich gestört, dass wir eigentlich nur eine relativ unscharfe Fläche sind. Und ich habe eine Textur draufgelegt. Und zwar bediene ich mich da des OFX-Plugins Texture Pop. Auch das schauen wir uns mal in groß an. Da sieht man die Unterschiede schon relativ deutlich. Also es kommt viel mehr Struktur in den vorderen Bereich rein. Um zu verhindern, dass Anthony auch noch eine Textur bekommt, habe ich mir den Alpha-Kanal vom Sand einfach rübergezogen. Und wenn wir hier nochmal reinschauen im Sand, wenn wir uns den Highlight anschauen, da ist er rausgekeyt. Also wird die Textur nur im safen Bereich sozusagen angewendet. Dann habe ich noch eine Vignette gebastelt, dass wir an den Seiten ein bisschen dunkler werden. Das ist im Original nicht ganz so, hat mir aber sehr viel besser gefallen. Dann wieder unseren Glow und eine globale Anpassung. Und schon haben wir einen sehr, sehr guten Look. Was man jetzt natürlich verbessern könnte, wenn es eine echte Produktion wäre, dann könnte man dem Kollegen Anthony noch Fußspuren mitgeben und einen leichten Schatten. Aber das sprengt den Rahmen unseres Tutorials. Hier geht es hauptsächlich um Color Grading. Hier sieht man sehr schön, dass der Rainer eine Nebelmaschine eingesetzt hat. Ich glaube, ein Haser war das, den er in der Produktion verwendet hat. Und ich habe versucht, das Ganze im Grading zu unterstützen. Wir haben die gleiche Notstruktur wie vorher. In diesem Fall relativ simpel. Einmal den Himmel, einmal den Sand und einmal den Kollegen im Vordergrund. Dann wieder unseren Filmlook, den Glow und die globalen finalen Anpassungen. Und schon sind wir in dieser Welt. Nehmen uns hier wieder das als Vergleichsbild. Haben wir doch ganz gut getroffen, wie ich finde. Auch hier gilt, man könnte noch Fußspuren. Auch hier gilt, man könnte noch Fußspuren und eine Verankerung in der Post-Pro mit einbauen für den Anthony. Die restlichen Szenen sind mit dem gleichen Node-Tree gegradet worden. Noise Reduction hier nicht eingesetzt. Himmel, Sand, Film, Glow und Global Adjustments. Gleiche gilt für die Szenen, die ist auch super harmonisch geworden. Hier gefällt mir besonders gut, wie die Nebelmaschine mitspielt, der Haser. Das Ganze in Kombination mit dem Grain macht es schon relativ echt und dicht. Leider sieht man hier ein bisschen die Limits von dem Depth of Field Adapter, mit dem die Lava Pro Blends auf das iPhone geschraubt worden ist. Aber dazu wird der Rainer mehr erzählen. Man sieht hier hinten ein bisschen Blockbildung und eine schlechte Auflösung. Was mir an diesem Clip besonders gut gefällt, ist das Blatt, was sich bewegt im Vordergrund. Achtet mal hier auf den Bereich. Nettes Detail. Nächster Clip, auch sehr schön. Schön stimmig. Das war's, unser Blade Runner auf dem Schreibtisch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da, würde mich total freuen. Wir arbeiten übrigens gerade an einem schicken LUT-Package, speziell für Handy-Footage. Mehr Infos gibt's demnächst auf meinem und auf Rainers YouTube-Kanal. Stay tuned, wir sehen uns!